Ich glaube, der weiß auch schon, was Sache ist, ne? Nee, letztes Jahr haben genug Leute gebellt und ich habe da wirklich die Schnauze voll von dieser Bellerei. Die hast du jetzt schön eingesperrt. Komm mal mit. Frag mich, was das ist. Ist das jetzt ein Lambo oder? Ein richtig schnittiges Fahrzeug. Hat zwar nicht so ganz so viel PS, aber richtig Dampf. Da wird richtig Feuer gemacht. Ein Oldtimer oder was? Lass dich überraschen. Komm, komm. Eins vorweg muss ich euch sagen, da muss man ein paar kleine Schönheitsarbeiten dran machen. Kann ja nur ein Oldtimer sein. Kann auch ein guter Gebrauchter sein. Oder auch, es kann einfach dieser schöne, schicke Streetfood-Anhänger sein. Das ist das Schöne daran, wir hatten jetzt schon einige Promo-Events gehabt. Es war schön, diese ganzen schönen, glücklichen Gesichter zu sehen, diese ganzen tollen, zufriedenen Menschen, diese, wie soll ich das nochmal beschreiben? Es ist schön, der Community nahe zu sein, oder? Es ist schön, Menschen mit Essen glücklich zu machen. Ja, Mann, ehrlich, das hat mich schon immer glücklich gemacht, Menschen mit Essen glücklich zu machen. Ja, immer dann so dieses schöne Lächeln. Und das hatten wir jetzt in den letzten Wochen oft gehabt auf unsere Promophase. Jetzt gehen wir den nächsten Step. Wir kaufen uns unseren ersten schicken Streetfood-Anhänger. Den müssen wir noch ein bisschen schick machen, ein bisschen sauber machen. Und das wollen wir auch mit euch gemeinsam machen. Ihr sollt da mitwirken. Und ihr könnt uns beschreiben, wie der aussehen soll. Viele meiner Community dachten, ich kaufe mir jetzt so einen R6 oder einen Lamborghini. Okay. Naja, aber das ist ja dieser schicke Streetfood-Anhänger, den schauen wir uns jetzt an. Ja, und während der Tristan den abfilmt, unterhalten wir uns erstmal über den Preis. Okay, direkt vor Kamera. Nee, ohne Kamera. Der Tristan geht filmen, ja, ohne Kamera. Ich habe richtig Bock darauf. Können wir ein neues Leben einhauchen. Ich schwöre, wir machen den sauber, wir machen richtig fit, ne? Und dann die Community. Ja, halla. Aywa, Pastrami, ja, Hobby. Hier. Unser jetzt, Tristan. Wir können Gas geben, ja, ja. Wir können Gas geben. Ich rufe jetzt den Verlierer an. Ah, der wird jetzt bei uns hingeschleppt. Engin, Salam alaikum. Ich stehe gerade vor dem Anhänger. Sollen wir FaceTime machen? Wolltest du was sehen oder? Engin, enjoy. So, seine Kamera ist ein bisschen gesprungen. Engin, stell dich mal vor. Dich kann man jetzt nicht so gut sehen. Ich habe gerade hier die Kamera drin. Und du verlierst noch andere schicke Sportwagen und so, ne? Ja. Ich pack dich auf jeden Fall erstmal unten in die Infobox, weil ich weiß, du machst sehr, sehr gute Arbeit. Deswegen rufe ich dich an und ich zeig dir jetzt erstmal, das ist das Schmuckstück. Schau mal. Hier unten orange oder grün? Ich dachte, das entscheidet die Community. Das entscheidet die Community, okay. Okay, das entscheidet die Community. Erstmal hier komplett schwarz. Beast Kitchen Logo ist klar. Ne? Ein Schussloch. Der stand im Ruhrgebiet, dieser Anhänger. So, wie ihr seht, sind wir hier fleißig. Wir reißen erstmal den ganzen Scheiß hier raus. Und wir haben auch schon einen Müll hier rausgezogen. Kommt mal mit, ich zeige euch das. Während mein Kollege, der nicht gesehen werden will, weiter schraubt, kommt mal mit. Guck mal, die Wichse mal an. Das halt mal hier darauf, die Kamera. Guck dir den Scheiß mal an. Ist zwar eine dreckige Arbeit, aber die gehört auch dazu. Wenn man was erreichen will im Leben, wenn man was erreichen will im Leben, musst du auch wirklich von ganz unten schuften und auch die dreckige Arbeit machen. Du darfst dir nicht zu fein dafür sein, die Hände dreckig zu machen. Und wir machen jetzt weiter. Wir werden jetzt, wir haben jetzt hier einmal richtig komplett aufgeräumt. Schaut euch diesen Schmuck mal an. Wir haben alles rausgetragen und hier ist wirklich alles nochmal richtig schmuckig. Da müssen wir gleich einmal richtig die Kamera dran halten. Und zum Glück habe ich Paddy hier. Paddy ist ein guter Freund hier in der Hood. Wir chillen immer hier am Kiosk, Kiosk Bohne. Was hat er nochmal gearbeitet, der Paddy? Gebäudereiniger. Gebäudereiniger. Und der hat heute sein richtiges Equipment mit. Und dann gehen wir gleich richtig voll. Wo ist er jetzt wieder? Ich
Wie läuft's hier an der Front? Bester Mann, ich war Freddy, bester Mann. Ohne den wäre ich voll aufgeschmissen. Das ist ein ganzes Equipment. Der ist ja Gebäudereiniger. Hat jetzt sein Equipment da mitgebracht und da kommen wir jetzt gut voran. Metallbauer, wir haben schon gemessen. Metallbauer wird Dienstagmorgen direkt kontaktiert, weil Zeitdruck ist da. Ja, ich muss jetzt ganz schnell hier eine Arbeitsplatte reinbekommen, dann muss ich den Schick bekommen. Warum ist der Zeitdruck da? Wann muss der fertig sein? Wir haben ja am 12., 13. und 14. Street Food Festival in Dortmund. Bis dahin will ich den da gerne fertig haben, dass er da steht. Und zeitgleich sind wir am 13. nochmal, aufgepasst, auf der FIBO. Ja. Aber wir sind nicht nur mit dem Pastrami-Sandwich auf der FIBO. Ich freue mich auf ein ganz spezielles Event. Ja, was meinst du, der Bankdrückwettbewerb? Ja, Mann. Ja, Siggi und du gegen? Schwarzwald, John und William. Boah, das wird so brutal. Ich fress die beiden. Wenn Siggi schwächelt, ich werde die beiden fressen. Ich sehe schon, ne? Du machst auch eine extra Runde Training momentan, oder? Ja, eine extra Runde Training und du merkst auch in letzter Zeit so, ich lass mich nicht aufhalten. Ja. Weißt du, wir wurden jetzt jahrelang von so bestimmten Schnösel immer so aufgehalten. Ja, man hat so viel gequatscht, viel gemacht, ja. Aber das ist auch nicht meine Welt gewesen, weißt du, diese Schlipsträger. Ja. Ich bin Street Food, ich bin Soul Food, das ist meins, das ist mein Leben. Hey, sieht man sowas als Gebäudereiniger öfter oder ist das schon eher enorm verschmutzt hier? Nee, das ist schon extrem, muss ich sagen. Ja? Ja. Das haben wir jetzt gerade losgeschickt, der hat uns einen leckeren Döner geholt von Artuklo. Irgendwie müssen wir jetzt hier bei Kräften bleiben. Und hier, Schwarzwald, John und William. Das Ganze ist nur auf Döner und damit hole ich euch. Luki, Freddy, kommt essen. Das ist der Döner, schau dir mal. Voila, sogar geliefert schmeckt er. Ich schwör's euch, sogar geliefert schmeckt er. Auf Döner, John, William. Guten. Danke. Das, was da runterkommt. Ja, egal. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera so sieht, aber hier ist so eine Schmuckschicht. Ne? Wahnsinn. Was passiert jetzt noch, Luki? Wir müssen den Kühlschrank rauskriegen. Das heißt? Das heißt, wir müssen jetzt freischneiden, gucken, dass wir den ganzen Kleber wegkriegen und den dann rausbekommen. Ist das Silikon? Das ist Silikon, weil der Kühlschrank, der geht gar nicht. Schlimm. So sollte kein Kühlschrank aussehen. Das ist eine Katastrophe. Das ist nicht der Silikon, der das hält. Das ist der ganze Fett hier, die Scheiße. Was hat er hier für eine Scheiße fabriziert? Hört sich schon mal gut an, ey. Ja. Wo ist der Hammer? Ja. Freunde, das sind die unschönen Seiten von YouTube, die ihr nicht mitbekommt. Ihr kriegt ja immer nur 10, 15 Minuten vom Vlog mit, die schönen Seiten. Aber der Tag hat 24 Stunden. Das sind die unschönen Seiten. Müssen wir morgen schwerere Geschütze auffahren, oder? 100%. Wir sollen jetzt erstmal hier so grob wie möglich sauber machen. Und ich muss da alles rauslassen. Alles rausreißen. Hier kommt Beast Kitchen. Pastrami. Feierabend. Die Pastrami ist die neue Currywurst. Da muss ich jetzt die Schlagzeile einblenden, weißt du? Boah. Wird warm. Und wird geil, Friends. So, Friends. Wir haben endlich den Kühlschrank rausgerissen bekommen. Das war wirklich voll die Arbeit. Paddy und Luki, die sind noch unten. Die machen jetzt nochmal die dritte Runde sauber. Und ich bin jetzt auf der Suche nach einem Metallbauer. Ich werde das über Instagram suchen. Ihr wisst ja, ich habe mich ja von vielen Leuten distanziert. Ich habe euch, Mary und Baloo auch. Und wir rocken das Ding. Ich drücke jetzt hier einmal auf Posten. Und dann schauen wir mal, wer sich meldet. Ich hoffe, es meldet sich jemand. Hallo, Michael. Ja, Mann. Du hast einen guten Mann hier. Kennst du den? Ja, klar. Ja, der ist auch in seiner Freizeit ist er immer am Eisen dran. Ja? Ja, sieht man. Ich habe mir einen Foodhanger geholt.
Ich brauche eine Arbeitsfläche aus Edelstahl da drin. Ja. Das brauche ich auch. 1 mm Platte, Abi. Ja. 2,8 und 1,2,10. Aber so, dass ich mit Lebensmittel arbeiten kann. Weißt du, so ist halt matt gebürstet. Willst du da glatt haben? Du musst da glatt haben, ne? Ja. Mutter ist ja Sache, ne? Ja. Ja, ja. Sonst hättest du Ärger bekommen. Ja. Also ich muss damit mit Lebensmitteln arbeiten. Okay. Ja, Freunde, das sind alles Punkte, worauf man achten muss. Wichtig ist, dass das zeitlich passt und die Leute drücken uns jetzt die Daumen. Und Abo setzen. Ich habe hier den letzten Eimer Mayo verarbeitet. Ich mache ja gerade die Soße. Wir haben große Events bei uns, hatten wir schon erwähnt in dem Blog. Ja, der große Showdown. Kriegen wir den Wagen fertig oder nicht? Genau, der große Showdown. Wir haben ja unser Street Food Festival. Wir werden den Wagen auf jeden Fall definitiv nicht fertig bekommen. Das haben wir ja gesagt. Ne? Wir machen den nur sporadisch fertig, dass wir mit am Wochenende arbeiten können. Dann haben wir auch das FIBO-Wochenende, Samstag. Mit der Bus-Challenge. Das seht ihr auf dem Abo-Sportlich-Kanal. Da solltet ihr auf jeden Fall auch vorbeischauen. Jetzt müssen wir so sagen. Richtig dicke Unterarme schon bekommen. Ey, guck mal, wie viel Liter pro Mayo ich hier am Umrühren bin. Mittlerweile, glaube ich, schon 100 Kilo. Gut, dass du gekommen bist. Denn ich habe hier fast alles aufgebraucht. Guck mal, der Unterarm richtig aufgepumpt. Sieht man das? So, und das, Freunde, jetzt ist der Tristan da. Jetzt kann ich mir nämlich eine Pause gönnen. Und ich habe hier die Proben. Isoclear, das ist eine Proteinlimo, das sind kleine Proben, da könnt ihr gerne auf ESN vorbeischauen. Und ihr seht, wir sind hier hart, ehrlich am Arbeiten. Und wir würden uns so freuen, wenn ihr uns unterstützt, indem ihr den Rabattcode Choro verwendet. Den gönne ich mir jetzt. Das wollte ich dir zeigen, das ist doch viel interessanter. Schau dir diese Rinderbrust an, mit diesen. Guck mal hier, schöne Kräuter. Lorbeerblätterfeine, schöne dicke Sellen vom Pfefferkörner, Paprika mit drin. Und das müssen wir jetzt erstmal schön hauchen. Ich muss ja vorher einmal da rein. Aber die ganze Laden riecht da nach Pastrami. Einmal riecht der ganze Laden riecht da nach. Ganz Gelsenkirchen-Bur riecht da nach. Einfach hochzart. Das sind wie so kleine Fleischblümchen. Pastrami-Blümchen. Pastrami-Gänse-Fleischblümchen sind das. Hört sich haram an, ist aber halal, Leute. Warum genau? Kannst du das mal erklären? Weil du wirklich so eine Delikatesse sehr selten in halal findest. So ist es ein bisschen zu unmöglich. Weißt du, wie ich meine? Und du weißt, wie lange ich jetzt daran gearbeitet habe oder wie lange wir jetzt daran gearbeitet haben. Das ist jetzt das dritte Jahr. Jetzt erst nach 3 Jahren haben wir das so stehen, das Fundament. Weißt du, wie ich meine? Und schaut euch das wirklich an. Feinste Rinderbrust, hauchdünn geschnitten, 36 Stunden bei 60 Grad geräuchert. Wirklich schön auf Kerntemperatur, 60 Grad. Ich muss einmal jetzt sagen, weiß ich, geht nicht. Ja. Und das Ganze ist halal. Bismillah. Jeder bisschen ein Genuss immer. Ja. Hm. Hast du schon unsere neue Superwaffe gesehen? Ja, ja. Ne? Ja, andere wollen 9 mm Glock. Wir wollen hier einfach Schnelldosierung. Ja, kommt gut mit dem Bizeps. Ne? Oh, ist leer geschossen, lass mal jetzt. Wer ist John Rambo? Wer ist John Rambo? Walla, wer ist John Rambo? So, Freunde, ein Tag vorm Festival. Die Platte ist gestern an Zuckerfest gekommen. Leider ist auch an diesem erfreulichen Tag mir eine nicht schöne Nachricht gekommen. Ein sehr, sehr, sehr guter Freund ist von mir leider gestern verstorben. Meine Stimmung ist sehr, sehr gedrückt. Ich fühle mich richtig leer. Und das sind die nicht schönen Seiten eines Influencers, eines YouTubers. Dennoch muss das irgendwie weitergehen. Ich habe jetzt feste Termine stehen. Ich muss mich zusammenreißen und das Ding jetzt rocken. Und ja, jetzt geht's los. So, während der Tobi jetzt hier die Platte auspackt, seht ihr das Schmuckstück, werde ich jetzt nochmal meinen Freund Sascha Witwer anrufen, den kennt ihr auch. Sascha, grüß dich. Schatzi, was machst du? Hast du was zu tun? Hast du noch Power? Wir wollten die Platte hier im Foodhanger einbauen. Danke dir. Ciao, ciao. Ja, auch Handwerker sind sehr eitel, Leute. Das ist der Sascha, den kennt ihr ja. Wir haben auch schon einige Baustellen geräumt, ne? Ja, das stimmt. Kommen jetzt wieder alte Gefühle auf, wie von früher? Alte Gefühle. Kriegst du denn noch deinen Lohn bezahlt? Stimmt. Ja. Ja? Immer. Dann machen wir jetzt so, wir haben vielleicht nur kurz erklärt für die Leute, die gerade zuschauen. Wir setzen die Platte jetzt gleich schön mit dem Spezialkleber von Hürth an, damit die nochmal zusätzlich verschraubt. Ja. Dann kommen da nochmal 2, 3 Standfüße drunter, damit die richtig schön stabil wird, dass man auch gut und ordentlich feste drauf arbeiten kann. Ihr beide versteht euch gut, ne? Handwerker verstehen sich immer. Daniel? So, die Platte ist wunderbar reingebracht. Der Tobi kümmert sich jetzt nochmal um Strom. Noch steht da Curry 45, aber wir verjagen ja die Currywurst ab sofort nur noch Pastrami.
Und wir machen jetzt heute noch so weit fertig, dass wir morgen auf jeden Fall auf dem Sweet Food Festival Bastami-Sandwiches verkaufen können. Jetzt nur noch Elektro. Der Sascha, der kann es schon kaum abwarten, die erste Table Dance Runde hier einzulegen. Ja? Sascha, ja, wolltest du Hot Step hier machen oder was wolltest du machen? Ja? Bist du Mr. Hot Step? Ich hab ein anderes Laufband. Du hast ein anderes Laufband? Bei Lidl. Also, ja, guck mal, Ahmed, ich habe hier eingekeilt für die Fahrt. Ja. Unten habe ich den verkeilt und hier habe ich den ein bisschen geschraubt und geklebt. Also der ist bombenfest. Ja, ich sehe schon. Da passiert nichts. Ne? Ja. Die Füße fangen auch an zu trocknen. Also, aber heute bitte noch nicht so stark. Nein, heute machen wir noch kein Table Dance. Auf jeden Fall, Tobi, ich danke dir von Herzen. Alles gut. Du hast mir wirklich den Arsch gerettet. Ich hab noch ein bisschen Arbeit vor mir. Ihr seht, ich weiß, wir sind ein Riesenmalocher. Wir verdienen unser Geld hart und ehrlich. Tobi ist auch ein guter, oder Tobi, Daniel ist ein langjähriger Freund. Der Tobi ist ein Bruder von den Daniel. Und vor kurzem hatten wir uns nochmal in die Köpfe gehabt. Heißt in die Köpfe, eine Diskussion. Aber wir sind erwachsene Männer, haben das ausdiskutiert. Und so ist das auch im Leben. Und das erinnert mich auch gerade so, diese ganze Situation. Wir sind Männer, 40 Jahre alt. Ich 35. Okay, so von Mitte 30 bis 40. Wir haben einiges erlebt im Leben. Auch mein verstorbener Freund Salim, Allah ilhamd. Was ich sagen wollte, wir haben wirklich einiges durch. Wir haben oft unser Geld illegal verdient. Wir haben wilde Partys gefeiert, waren aber nie zufrieden. Und das hatte ich auch oft in den letzten Wochen oft mit meinem Freund Salim unterhalten. Der hat auch so ein bewegtes Leben wie ich gehabt, aber auch Gott sei Dank zum Schluss so die letzten Jahre in ehrlicher Arbeit aufgebaut. Der hat eine Autovermietung gehabt, einen Transportdienst. Und er hat auch gesagt, so wie glücklich der ist und die Vergleiche von früher zu heute gezogen. Und dass diese harte Arbeit, wo man hart arbeitet und längere Schichten hat, sag ich mal so das haben wir 16, 17 Stunden Schicht. Ja. Und dennoch macht Spaß und schmeckt und ist geil. Weißt du, wie ich meine? Du gehst nach Hause, du kannst ruhig schlafen. Vorher sagte Tobi, war nicht so. Nee, ich habe einen halben Tag gearbeitet, ein paar Handschläge gemacht. Ja, die Tasche war 10-mal so viel gefüllt. Du hast nicht ruhig geschlafen. Ist so. Ja. Jetzt ist es besser. Habibi, Tobi, ich danke dir. Sehr gerne. Ja. Was machst du da richtig? Silikonreste entfernen. Der hat alles mit Silikon festgeklebt. Mit Silikon festgeklebt und das schon seit Jahrzehnten. Und das sind jetzt wirklich noch so die letzten Handgriffe. Das größte Schmuckstück ist das jetzt nicht bei dem ersten Festival. Uns fehlte einfach die Zeit. Wir können uns nicht teilen. Uns fehlt einfach die Zeit. Nichtsdestotrotz, das Ding ist sauber. Wir werden das Ding am Wochenende jetzt rocken und jetzt befüllen und ab nach Dortmund. So, wir sind angekommen mit unserem Curry 45 Anhänger. Krass, ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass wir heute wirklich mit Wagen hier stehen. Ich dachte, wir stehen hier heute noch mit Zelt, folieren. Ja gut, haben wir nicht geschafft, aber man muss ja irgendwo anfangen, ne? So, da ist das Schmuckstück oder auch nicht. Das liegt auf jeden Fall im Auge des Betrachters. Ich muss euch sagen, für mich ist das ein richtig schönes, kleines, schickes Stück. Ich freue mich da richtig drauf. Ab heute werde ich hier drin aufblühen. Und ihr könnt dazu sehen, wie das Ganze richtig schön wächst. Jetzt heißt es hier aufbereiten. Wir werden Pastramis verkaufen. Morgen sind wir in der FIBO. Und den seht ihr im nächsten Vlog. Bis dann. Ciao.